Hallo, hier ist die Amandara für fantastisch-lesen.com. Regina Schleheck ist mehrfache Literaturpreisträgerin, hat aber mit der Weissagung des Drachen ein Jugendfantasy-Buch geschrieben. Fiora ist eine Frau, die gerade ein Mädchen geboren hat und die wird von Affenmenschen verschleppt in ein völlig abgeschiedenes Tal, wo niemand wieder rauskommt. Kaum ist sie dort, bekommt sie einen neugeborenen Jungen in die Hand gedrückt, einen Menschenjungen. Und sie zieht beide Kinder groß, als wären das ihre eigenen. Doch die sind neugierig. Als sie alt genug sind, wollen sie unbedingt wissen, was hinter dem Tal ist. Und sie gehen auf die Suche nach dem Heimatdorf von der Fiora und nach dem Vater von der Cora. Und dann will aber auch Tim wissen, wo er herkommt. Und das ist wirklich eine richtig zu Herzen gehende, herzerwärmende Abenteuergeschichte. Nicht nur günstig für junge Leute, sondern auch für alte Schachteln, wie für mich, sehr erholsam, macht Spaß. Erschienen im Verlag P. Maschinerie.